Hier Lingard. Medizinische Offizierin Sevastopol-Station. Ich möchte... Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom. Seeksons Einsatzleiter. Er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott, steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Wissen wir schon mal ein bisschen mehr. Ist die Information jetzt weg? Ja. Darauf komm erst mal. Okay, jetzt. Das ist direkt vor mir runtergekommen. Oh fuck, ich hab hier was umgeworfen. Oh nein, er sieht die umgeschmissene Leiche. Er sieht es. Er hat es gesehen. Er guckt. Ich beweg mich nicht. Beweg mich nicht. Oh, hat ihr schon mal so graziöse Beinchen gesehen? Okay, er weiß, dass wir hier sind. Das ist schon mal schlecht. Ich find's immer so süß, wie der Schwanz hinterher dackelt, Alter. Verdammte Scheiße. Kacke, er weiß, dass wir hier sind. Er hat mich die umgeschmissene Dings gesehen. Kacke, Alter. Oh, jetzt nervt's aber wieder. Nochmal speichern gehen. Okay. Speichern gehen, du da, day. Speichern die ganze Nacht, speichern den ganzen Tag. Das, obwohl ich hab nicht nachgefragt. Oh, ich dachte schon da hinten, das wär's. Warne dich, du kommst jetzt hier raus, Alter. Ich schwör's dir, ich speichere jetzt. Puh, mal gespeichert. Komisch, man fühlt sich dadurch irgendwie ein bisschen sicherer. Okay, jetzt haben wir den Scheiß gemacht. Ganz ehrlich, das Ding da sieht aus wie eine Waffe von Halo. Diesen Wächterlaser. Okay, das Alien ist jetzt ein bisschen verwirrt, weil es hat da umgekippte Skelett gesehen. Fand er nicht so cool. Das heißt, er wird jetzt natürlich da ein bisschen bleiben und wir haben jetzt hier unsere Ruhe. Na fuck, oder auch nicht. Ich hab keinen Plan, wo ich hin muss. Ja, wirklich. Ja, wie komme ich da hin? Und vor allem, was habe ich noch hier alles? Was
kann ich hier noch alles finden, entdecken und Spaß haben. Da ist noch eine Tür. Oh nein. Ich glaube, ich habe einen Synthetik-Arsch gehört. Schrott kann ich nicht aufnehmen. Leuchtfackeln! Yeah! Ich hab echt null Plan, wo ich hier war, rumdachse. Aber ich scheine hier irgendwie richtig zu sein. Oh, da habe ich noch so einen kleinen Minenraum noch nicht gehabt. Diese scheiß menschliche Neugier, ey. Eines Tages bringt sie uns noch alle um. Schwöre ich euch. Irgendwann werden wir irgendwas entdecken wollen, was wir nicht entdecken sollten. Und dann haben wir ein Problem. Ich muss eigentlich mal wieder anfangen, ein bisschen was zu bauen und so ein Scheiß. Oh, hier hat jemand anscheinend gerade operiert oder sowas und dann wurde direkt mitgenommen. Samuels. Bam! Ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rupee, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Ja. Erstmal gucken wir ein Terminal an. Oh, scheiße, die Kamera geht gleich leer. Oh, wir haben auch gleich eine Stunde voll. Private, Autopsiebericht, Name Forster Catherine, rechtsmedizinische Bericht, irgendwas. Alter 39, Geschlecht weiblich, Herkunft Besatzung der Anisidora. Leichnam identifiziert durch Marlo H., Captain der Anisidora, keine Ahnung. Bericht, also ich Hinweise auf Behandlung geheim, extreme, externe Untersuchung geheim. Laborbericht geheim, gesammelte Bewege geheim, Beweise, Schlüsselforderung geheim, freigeben, Fehler, Ebius Lesefehler, Fehler 0x04, Block 0x0, Sektor 0, was für Nullen, Turner hier unten in, achso, ist noch ein Audio. Okay. Super, haben wir nichts. Das heißt, wir müssen langsam Sales Station finden nochmal. Und safen. Ah, da muss ich, ne? Und dann mache ich auch schon wieder Folgenpause. Da hinten haben wir eine Korde. Boah, Fresse, du Blöde! Tür ist verschlossen. Super, haben wir jetzt eine verschlossene Tür gefunden. Die will jeder haben. Das sind immer die beliebtesten Türen, die verschlossen sind. Was haben wir da Feines? Die Tür scheint nicht verschlossen zu sein. Boah, die braucht so 30 Jahre, bis sie offen ist. Ich habe eine Sales Station.
Ripley, Ihr Weg nach draußen durch die Rezeption der Krankenstation ist blockiert. Um den Ausgang zu öffnen, müssen Sie die Evakuierungsverfahren der Station auslösen. Okay, whatever, Metal Gear Solid. Das Einzige, was ich jetzt mache, ist safen und Feierabend machen. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen! Und, und ja, bedanke ich mich fürs Zusehen. Wie gesagt, guckt in die Videobeschreibung. Ich habe schon wieder die Superman G-Locke. Alles verlinkt. Meine beiden Augen auch. Und wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, lasst es mich auch wissen. Ansonsten, ja, sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Ciao!